Eigentlich sollte Ole Kolper nur die ersten Saisonspiele verpassen, nun fällt der Werder Youngster aufgrund einer Sprunggelenksverletzung doch wesentlich länger aus. Kurz vor Ladenschluss hat Werder Bremen ein echtes Schnäppchen gemacht. Nuri Sahin von Borussia Dortmund wechselt an die Weser, zum erstaunlichen Spottpreis. Wenn am 18. September Deutschland die Niederlande im Badminton fordert, dann ist es für Stijn Kuusbaert ein besonderer Moment, das erste Mal im Nationaltrikot. Zum Saisonstart wurde Werders Neuzugang Martin Harnik verletzt ausgebremst. Nun könnte er endlich zum Einsatz kommen, hat aber starke Konkurrenz gegen sich. Bis Freitag besteht die Chance, Spieler einzukaufen, zu verleihen oder zu verkaufen. Holt Werder noch einen Sechser? Und was wird aus den Ladenhütern? Der Gegner steht fest, der Austragungsort noch nicht, doch Werders Pokalgegner Weiche Flensburg hofft, dass die Partie doch im eigenen Stadion stattfinden kann. Leif Lampater wird seine Radsportkarriere beenden. Der 35-Jährige prägte über viele Jahre den deutschen Bahnradsport und hat auch in Bremen seine Spuren hinterlassen. Pizarro, Reschicker und Johannes Eckestein haben sich empfohlen. Harnik kehrt zurück. In der Offensive hat Werder-Trainer Kohfeldt die Qual der Wahl. In Teneriffa nahm die Geschichte ihren Anfang. 2010 entstand dort das Hood Training, ein Sportprogramm für soziale Brennpunkte. Jetzt macht das Projekt in ganz Deutschland mobil. Gute Nachrichten von Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Stürmer Max Kruse wird gegen Eintracht Frankfurt spielen können. Punkt. Auch Harnik und Pizarro stehen im Kader.